Okay, Beeilung! Besser später als nie, Squad. Wir müssen ihn hier rausschaffen. Sie waren mehrere Tage bewusstlos. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Sie kommen. Shanks Männer. Hier. Sie müssen hier ich weg. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten Sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, Sie zu vernichten. Dann müssen Sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden Ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Lassen wir Sie rein und warten ab? Ja. Das war ein Witz. Irish Wrecker, bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Das kann ich nicht zulassen. Hören Sie zu. Wenn die Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält Sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sergeant. Tu es nicht. Tu es ja nicht. Zurück! Zurücktreten! Der Penner hat's tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlasst euch drauf. Ach du Scheiße! Was jetzt her? Sind Sie alle irgendwie? Womit seid ihr mitgekommen? Seid ihr auch bei mir? Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Rapper, so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peg. Zeig sie. Wrecker, Irish, ihr kommt mit. Hannah, bist du ganz sicher? Jinjian. Wie sind die Jinjian kommen? Viel Glück. Okay, ich will einen Rip von der C4. Vorbereitet und startet, sofort. Beeilung, wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist der immer so? Ja, und einen guten Tag. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür steht. Hey, Hannah, hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Du bist in Ordnung, Hannah. Ach, schon wieder fahren. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Pack? Ihr bleibt am Leben. Das ist dein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf.
solange wir weg sind. Hurra! Leck mich doch! Was? Wieder so eine Scheiße! Da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Spiel. Oh, da geht's mir gleich viel besser. Fortress! Hier ist Tombstone 3. Sind in Position, Sprengung vorbereitet. Wie ist euer Status? Over! Wir sind fast erledigt, also jagt es hoch! Hannah, drück den Knopf! Da stimmt was nicht. Es ist rot, keine Verbindung. Wrecker? Scheiße, gib mal her. Shit. Wir müssen noch mal runter. Na gut, es muss nur einer von uns gehen. Wrecker? Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut, gib sie her. Du riskierst dein Leben nicht, Hannah! Ich bin Iris, schon vergessen? Der Glückspilz! Gib sie mir, Wrecker! Wrecker, ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land. Gib mir das T4! Dein Land braucht dich lebendig, Hannah! Du machst das nicht! Punkt! Komm schon, Wrecker! Wenn der Zünder grün ist, drückst du den Knopf, Wrecker! Iris! Alles klar, kann losgehen. Tu es, Wrecker, drück den Knopf. Die Explosion bringt ihn um. Verdammt nochmal. Tombstone. Ja, das schon. Nach Hause. Ich war früher gern in den Bergen. Mir gefiel diese Ruhe. Tja, ich hatte einen Onkel. Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach. Was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder?
Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wäre besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau.